Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch zu den nächsten ÖPNV-News. Mein Urlaub ist zu Ende, das bedeutet, es darf wieder geknechtet werden bis zum Umfallen. Aber wir wollen natürlich nicht über meinen Urlaub reden, sondern über die letzten News von vergangener Woche. Und damit fangen wir heute mal ein bisschen anders an. Und zwar haben wir hier den Bus-Simulator 18. Ja, Still Alive hat's eigentlich geschafft, das Ganze jetzt für die Konsolen zu portieren. Am 17. September 2019 ist es endlich soweit. PS4-Besitzer und Xbox One können dann ab sofort den Bus-Simulator 18 auf den Konsolen spielen. Der Preis beläuft sich hier auf 39,99 €, der meines Erachtens doch ein bisschen happig ist, denn das Spiel ist schon letztes Jahr für den PC erschienen und jetzt natürlich für den Preis von 39,99 € überhaupt nicht mehr vertretbar. Wer jetzt hier natürlich eine beinharte Simulation sucht, ist natürlich auch bei Bus-Simulator 18 falsch, denn der sollte vielleicht auf die Alternative OMSI für den PC zurückgreifen, der auch dort deutlich günstiger ist. Wir werden mal gucken, ob wir da irgendwie einen Code abgreifen können, um das Ganze mal hier zu zeigen. Sind wir mal gespannt. Auf jeden Fall, wer ein bisschen Bus fahren möchte oder sowas hier auf den Konsolen, der kann das dann am 17. September 2019 tun. Trainsim World 2020 hatten wir in den letzten News schon und jetzt gibt es wieder weitere Infos. Und zwar hatten wir ja gesagt gehabt, dass eine weitere Strecke erscheint in der Digital Deluxe Edition. Und zwar handelt es sich um eine neue USA-Route, Peninsula Corridor San Francisco San Jose, erscheint also am 15. August für den Trainsim World 2020. Inklusive seht ihr im Video die ganz neuen Futures, die natürlich wieder vorgestellt worden sind. Also das Ganze sieht schon sehr interessant aus. Wir werden uns das Ganze natürlich angucken, denn auch hier werden wir natürlich, wie bei dem Trainsimulator, schon jedes Add-on gleich von Anfang an kaufen und dementsprechend auch aufnehmen. Also wenn ihr das nicht verpassen wollt, schaut bei uns mal vorbei die Tage und dann könnt ihr euch die Karte selbst mal anschauen. Und noch ein Add-on, allerdings nicht für Trainsim World, sondern für den Train Simulator von Dovetail Games. Am 1. August erscheint ein neues Schweizer Add-on, Gotthardbahn Erstfeld Bellinzona, erscheint denn offiziell auf Steam. Das sieht ganz gut aus, wir haben uns schon die ersten Bilder angeguckt, der neue Trailer ist online, wir verlinken das Ganze hier natürlich unten in der Videobeschreibung, kommt von railsim.de und bedanken uns natürlich für den ersten Einblick in das neue Add-on. Aerosoft hat jetzt seinen Gamescom-Plan verkündet und ihr seht was, was ich nicht sehe oder was ihr nicht seht und was ich auch nicht sehe. Und zwar ist TMS Studios nicht mit dabei in den aktuellen Plan von Aerosoft. Das bedeutet, wir werden wohl in diesem Jahr auf dem aktuellen Stand von Gamescom weder den Fernbus-Simulator sehen, noch werden wir den Tourist-Bus-Simulator sehen und schon gar nicht The Bus. Das, was wahrscheinlich sich viele drauf gefreut haben, ist dieses Jahr wieder nicht mit dabei, war schon letztes Jahr nicht dabei gewesen und so langsam aber sicher könnte ja mal so ein bisschen was passieren. Wir gehen aber stark davon aus, dass TMS Studios da vielleicht sogar was Eigenes plant in Richtung der Gamescom. Allerdings, wer schon mal da ist, kann sich den neuen Truck und Logistik Simulator anschauen, der allerdings nur für die Nintendo Switch erhältlich ist. Oder ihr habt ein bisschen Bock auf Autobahn-Polizeisimulator 2, dann könnt ihr das Ganze da mal auf der PlayStation 4 oder der Xbox One spielen. Oder ein bisschen Feuerwehr, denn Notruf 112, die zweite Version. Ja, sonst haben wir noch X-Plane, On the Road, Bus Mechanic Simulator und natürlich die neuesten Addons von OMSI 2. Da gehen wir später nochmal drauf ein, denn da ist noch so das ein oder andere kleine Highlight mit dabei. Als nächstes haben wir natürlich von TMS Studios ein neues Update, welches jetzt für den Fernbus-Simulator erscheint, und zwar Update 21 erscheint also nächste Woche. Könnt ihr den runterladen, ist allerdings noch auf der Beta, müsst ihr dementsprechend halt bei Steam so einstellen, dass ihr auch diese Beta-Version bekommt und dann könnt ihr das Ganze selbst mal testen. Hier wird natürlich wieder viel, viel Fokus auf die neue Physik gelegt. Mal schauen, ob das Ganze dementsprechend jetzt vielleicht ein bisschen runterläuft. Und jetzt haben wir es von Trainsim TV.
der uns das Ganze hier mal rübergeschickt hat, ist jetzt der Iveco Crossway LE für OMSI 2 erschienen, für kostenlos. Das bedeutet, ihr könnt euch das auf der Seite von Arne J. jetzt kostenlos runterladen, könnt das selbst mal testen. Wir haben allerdings noch nicht den Bus uns angeschaut, werden das in den nächsten Folgen allerdings noch nachholen. Die Bauzeit war jetzt hier 6 Monate gewesen. Das Fahrzeug ist nach dem Vorbild der Weser-Ems-Bus Aurich entstanden. Es verfügt über sehr viele detailgetreu umgesetzte Funktionen, wie zum Beispiel den originalen Fahrausweisdrucker Almex Optima CL und so weiter und so fort. Wer den Bus sich mal anschauen möchte, kann das gerne tun, wie gesagt, auf der Seite von Arne J. oder unten hier auch in der Videobeschreibung findet ihr den Link dazu. Und wenn ihr keine OMSI besitzt, ihr den Bus aber trotzdem sehen möchtet, dann schaut hier in den nächsten Tagen mal vorbei oder vielleicht jetzt schon mal bei YouTube vorbeischauen. Da gibt es natürlich schon reichlich Videos dazu. Und wir hatten es schon angesprochen, OMSI 2 bekommt dieses Jahr oder in diesem Sommer noch 4 DLCs. Aktuell ist jetzt München angekündigt worden, wo ihr natürlich bereits jetzt auch schon die Demo runterladen könnt. Es wird den Masterbus Gen 3 Pack geben, den Gemini. Wir haben noch Köln erscheint und Düsseldorf erscheint. Also ihr solltet auf jeden Fall eure Geldbörse langsam zurechtrücken. Wir gehen davon aus, dass das Ganze so um die Gamescom rum vielleicht so das ein oder andere Add-on erscheint, bis sogar in den September rein, werden wir wahrscheinlich die ganzen DLCs hier bekommen. Es ist natürlich eine Riesenauswahl. Also wir rechnen ja hier auch immer so bei 20 bis 25 Euro für die Strecken-DLCs, das heißt so 75 Euro plus nochmal den Masterbus Gen 3 Pack, das wahrscheinlich auch nochmal so bei 15 Euro liegen wird, seid ihr einfach mal locker 90 Euro. Nur für OMSI los, das ist eine harte Nummer und das wird eine harte Zeit werden. Wir werden uns natürlich das Ganze dementsprechend hier natürlich auf den Kanal anschauen, also wenn ihr lieber noch ein bisschen warten wollt und lieber ein bisschen Videomaterial sehen wollt, dann schaut bei uns hier auf YouTube vorbei oder aber natürlich jetzt schon der ein oder andere spezielle YouTuber hat das bereits schon gezeigt und da könnt ihr natürlich dann dementsprechend auch gerne mal vorbeischauen. Wir haben allerdings noch was mal aus Lotus und zwar, das fand ich ziemlich großartig, der Mike hat die Berlin-Linie 67 erneut veröffentlicht für den Lotus-Simulator. Wir sind die Strecke jetzt schon im Let's Play abgefahren, erscheint natürlich jetzt die nächsten Tage und wir müssen sagen, das Ganze sieht echt, echt großartig aus. Also der Wiedererkennungswert ist sehr hoch, auch wenn es natürlich keine originalen Objekte sind oder sonstiges. Das ganze Fahrfeeling dieser Strecke ist so, so realitätsgetreu, wenn man jetzt erst vor einigen Tagen da lang gefahren ist und jetzt dann das Ganze in Lotus nachspielt. Mein Gott, OMSI und Lotus, furchtbar. Wer das Ganze jetzt in Lotus hier nachspielt, der wird dementsprechend das echt, echt gut wiederbeleben. Das Ganze startet diesmal von Sterndamm Schöneweide über natürlich Schöneweide. Das Ganze geht dann bis zum FEZ sogar, also Freiheit und Erholungszentrum in Berlin-Köpenick. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Wie gesagt, das Ganze ist im Steam Workshop erhältlich. Könnt ihr euch mal anschauen, falls ihr den Lotus-Simulator besitzt. Und zu guter Letzt hat der Phasus natürlich ein Update von der alten Waldbahn in der Version 1.1 veröffentlicht. Wer die Version 1.0 noch nicht gespielt hat, der hat jetzt natürlich mit der Version 1.1 nochmal ein kleines Extra-Highlight, denn dort wurden neue Objekte nämlich auf der Karte platziert in der Stadt Plauen. Ja, die Objekte sind natürlich alle selbst gebaut worden, also so zwecks Häuser und Deko-Gegenstände und sowas, welches jetzt natürlich dann auch in den nächsten Tagen dann separat nochmal auf Steam veröffentlicht wird. Ja. Wer die alte Waldbahn jetzt aber schon mal angucken möchte, der kann das jetzt gerne tun. Wie gesagt, der Phasus hat da gute Arbeit geleistet. Wir haben es uns bereits auch schon angeschaut. Und das war es auch schon wieder mit den News. Wahnsinn, wie schnell die Zeit hier rumgeht. Mehr ist aktuell nicht passiert diese Tage, aber ich denke mal, dass es doch schon eine reichliche Nummer ist hier. Und ich gehe jetzt weiter knechten. Ich hoffe, ihr auch. Und sehen uns in den nächsten News hier hoffentlich wieder, wenn ihr wieder einschaltet. Verabschiede mich hier und sage danke fürs Zuschauen. Ciao, tschüss. Und natürlich wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.